Wohlhaus Magazin Nummer 9. Ich hoffe richtig, aber ich denke ja Nummer 9. Unser heutiges Thema ist Thema Yummy. Wie ihr wisst oder wie ihr vielleicht gar nicht wisst, heißt Yummy in Englisch lecker, lecker, lecker. Also ist unser Thema heute Yummy und lecker, lecker, lecker. Ich zeige euch ein tolles Rezept. Eigentlich essen wir es Weihnachten ganz extrem. Nein, es ist nicht Christmas Pudding. Es heißt Trifle. Da gibt es ein schönes Rezept für. Ich zeige euch unsere tolle Bademantelserie mit der Yummy-Wolle. Ihr werdet heute gezeigt bekommen, wie man die Yummy zusammennäht. Ganz toll von unserer liebe Gunhild. Und auch, wie man gerade vernäht im Grunde genommen. Ich habe eine tolle Anleitung für euch als Babydecke. Wir haben was Neues für euch nächste Woche. Da ist nämlich Thema alles, also viel um die Ohren haben oder faustdick hinter den Ohren. Also könnt ihr euch dann vorstellen, was nächste Woche kommt? Könnt ihr euch vorstellen? Schreibt gerne in die Kommentare. Ich habe auch ein toller, wirklich super Lesezeichen für euch, die Bianca. Oh, das ist aber jetzt. Och, ich mache das Ding ab, Kinders. Mir ist wirklich warm. Ich hoffe, es stört euch nicht. Das war aber sexy jetzt eben, oder? Auf jeden Fall, die Bianca hat eine wirklich hübsche Lesezeichen zum Thema Yummy. Ist witzig und ich finde es richtig, richtig klasse. Die Andrea hat für mich, für meine Babydecke, gehäkelt. Das sind die kleinen Gänseblümchen, die Bianca zum Thema Gänseblümchen, die Gänseblümchen-Lesezeichen mit einer anderen Wolle. Prinzip ist dasselbe und Biancas Lesezeichen verlinken wir euch auch damit für die Blüten. Die werdet ihr brauchen für uns, für meine Babydecke. Aber diese Babydecke werdet ihr am Mittwoch, Donnerstag als Anleitung bekommen. Ich zeige sie euch nur heute. Wir haben ein tolles Interview von unseren Teststrickerin Gunhild. Ich habe übrigens wirklich einige schon, viele, viele schon bekommen und in den nächsten Wohlhausmagazins stellen wir euch auch unsere liebe Mitarbeiter vor und die Teststrickerin. Also wer für mich Test gestrickt hat, ob schriftlich oder auch in Videoform, wir freuen uns richtig und das hoffe ich, dass es unseren Wohlhausmagazin mehr Leben einbringt. Also seid ihr bereit? Wir fangen an. Thema Yummy. Wie ich eben schon gesagt habe, Thema Yummy, lecker, lecker, lecker. Also können wir eigentlich alles, was lecker ist. Nun, manche mögen deftig, manche mögen süß, so wie Nicola. Also, als erstes kommt unser Rezept. Wir fangen mit dem Rezept an. Unser Rezept für meinen englischen Trifle. So, ihr Lieben, jetzt erzähle ich euch, was ihr braucht für unseren Trifle. Ihr braucht eine Packung Biskuitfinger, eine Packung Götterspeise, zwei Packungen Puddingpulver, eine Dose Fruchtcocktail, Zucker, passend das, was ihr braucht an Zucker für euer Götterspeise und für euer Pudding. Ihr braucht natürlich Milch, ihr braucht Zucker und ihr braucht entweder Whisky oder Sherry oder Rum. Wenn es für Kinder ist, dann natürlich nicht reinmachen. Und ihr braucht eine flache Schale. Eine Auflaufform ist gut. Normalerweise wäre es ein Trifle Bowl. Aber wie gesagt, so eins habe ich nicht. Ich mache es immer in einen großen Auflaufform. Alles, was ihr seht, habe ich selbst gekauft. Ist Werbung, nicht Werbung, ne? Ist Werbung, aber selbst gekauft. Ne? Ist alles, ihr wisst, was ich meine. So, als erstes macht ihr eine halbe Packung von den Biskuitfinger krümelt ihr oder legt sie hier rein. Ist ein bisschen im Grunde genommen wie wenn ihr Tiramisu macht. So, wir legen es rein. Dann, natürlich ohne Plastik, dann macht ihr euer Götterspeise. Und zwar, ihr macht eure Dose auf. Wir haben das in England immer benutzt. Heutzutage könnt ihr gut und gerne auch, ne, früher gab es nicht, als ich Kind war, wir hatten zu der Zeitpunkt keinen Garten, kein gar nichts, also mussten wir eine schöne Dose nehmen. Fruchtcocktail, Saft sammeln, das ganze Obst,
in die Schale mit reintun. Wie gesagt, Frucht sammeln, weil ihr braucht die Fruchtsaft, braucht ihr, um euer Götterspeise zu machen. Ihr müsst lesen, was euer Götterspeise, manches braucht einen Liter, manchmal braucht 450 Milliliter. Das müsst ihr gucken, je nachdem, welchen Götterspeise ihr habt. Auf jeden Fall zwei Beutel Götterspeise machen, Saft davon dafür benutzen, dann natürlich auch euer Schnaps, egal welche ihr wollt, das macht ihr später rein. Ihr macht erst euer Götterspeise mit dieser Flüssigkeit, natürlich den Zucker, was ihr braucht, in diese Schale mit die Biskuitfinger, Obst ist schon drin, Götterspeise rein, dann Götterspeise in den Kühlschrank. Richtig hart werden lassen. Aber vorher macht ihr in die Mischung, macht ihr euer Schnaps rein. Zwei Pinneken voll. Auf jeden Fall dann Götterspeise hart werden lassen. Während das hart wird, normalerweise dauert es ein bisschen länger, ich mache es immer, weil es richtig kalt ist, in meine Gefriertruhe, dann hast du es in eine Stunde im Grunde genommen, eine Dreiviertelstunde fertig. Dann macht ihr euer Pudding. Ein Liter Pudding braucht ihr, natürlich mit Milch und den passenden Zucker. Macht den Pudding ganz normal, wie es sich gehört. Dann obendrauf auf den fest gewordenen Wackelpudding. Kalt werden lassen wieder. Richtig kalt werden lassen. Dann kommt Sahne ins Spiel. Ihr müsstet normalerweise einen Becher Sahne haben. Ich habe meins hier. So. Ein Becher Sahne, also 500 Milliliter. Also das ist richtig fest schlagen. Denkt dran, einmal so 3, 4, 5 Minuten in eine Gefriertruhe tun, damit es richtig kalt ist. Dann könnt ihr eine richtig, richtig feste Sahne bekommen. Wenn es nicht geht, mach ein bisschen Sahne steif rein. Aber meistens, wie gesagt, es klappt eigentlich recht gut bei mir, wenn die Sahne steif ist. Und auf den erkältetes, also Wackelpudding kalt, Pudding kalt, Sahne drauf tun. Dann wieder kalt stellen. Und dann nehmt euch eure Lieblingsschokolade und reibt es so richtig, richtig, richtig fein. Oh, mein Sohn dreht jetzt gerade auf, okay. Und macht es richtig, richtig fein und streusel oben auf eure Masse. Ich werde es auch noch schriftlich machen für euch. Und wenn meins fertig ist, mache ich ein schönes Bild für euch. Also, ich freue mich, wenn ihr für mich auch ganz tolle Bilder macht und in unsere Gruppe Wohlhaus Stricken, Häkeln und mehr macht. Okay, auf Wiedersehen! Probiert das mal aus. Das ist wirklich, wirklich lecker. Entweder mit Rum oder mit Whisky oder mit Sherry. Für die Kinder mache ich es natürlich ohne immer. Aber es ist richtig, richtig lecker. Und ich freue mich auf Bilder bei unseren Wohlhaus Stricken, Häkeln und mehr. Freue ich mich auf Bilder, wenn ihr es nachmacht. Das ist mal was anders. Mit einfachen Mitteln eigentlich. So, als nächstes habe ich jetzt für euch, ich zeige es euch mal. Oh, nee, das darf ich noch nicht zeigen. Nein, darf ich noch nicht. Muss ich ganz zum Schluss machen. Als nächstes habe ich für euch auf jeden Fall unseren Bademantel. Und zwar, das hat unsere Teststrickerin Gunhild für euch übersetzt. Die englische Übersetzung ist mit Yummy Crush. Und die liebe Gunhild hat es gemacht in unseren Yummy. Das ist ja diese, früher haben wir da Chenille zugesagt, also das hat 120 Meter Lauflänge und es ist super weich.
Und die Gunhild hat Bademäntel für uns gemacht. Toll, oder? Ich habe für meinen Fritz, das ist mein neuesten Enkelkind, für Fritz hat die Gunhild auch eins gemacht. Und zwar in Braun. Ist super weich. Und zwar kann man es entweder von innen, also so sieht es aus, der Strickstück von innen. Und wenn es außen ist, sieht es so aus. Es ist richtig, richtig kuschelig weich und ich denke, diese Anleitung wird es auch gefallen, wird euch auch gefallen. Die Anleitung ist bei uns im Shop, könnt ihr käuflich erwerben. Es wäre einfach zu aufwendig, das jetzt bei YouTube reinzumachen. Aber wie es zusammengenäht wird und wie die Größen angepasst werden, das zeigt euch jetzt die liebe Gunhild. Ja, dann zeige ich euch jetzt mal, warum ich so viele Maschenmarkierer in meinen Strickstücken benutze. Besonders, wenn ich eben dickes Garn verstricke, weil ich diese Maschenmarkierer benutze, um unterschiedliche Längen zu markieren. Man sieht auch hier schon, es ist ein kurzes Stück, aber man sieht auch hier schon, wenn man das zusammenlegt, die eine Kante ist länger als die andere. Wenn ich jetzt anfange, das zusammenzunähen, dann habe ich möglicherweise am Ende etwas übrig. Aber das will ja keiner, es soll ja passen. Das soll übrigens ein Ärmel werden. Ich mache es so, dass ich so ungefähr alle 20 Reihen bei diesen dicken Sachen die Maschenmarkierer setze. Und dafür muss man natürlich zählen. Das mache ich normalerweise schon während des Strickens. Das ist jetzt hier ausgeblieben. Ich fange mal an. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So, ich benutze jetzt mal für die eine Seite eine Farbe und für die andere nehme ich eine andere Farbe. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Jetzt sind wir da in den nächsten rein. Jetzt mache ich das gleiche von der anderen Seite. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So, jetzt sind wir hier den letzten hin. Gut, dann lege ich die beiden Teile zusammen. Mache mir einen Maschenmarkierer unten hin, ans untere Ende. So. Und jetzt lege ich die Maschenmarkierer aufeinander und siehe da, ich habe zwei gleich lange Seiten. So, dann setze ich noch einen Maschenmarkierer hier oben hin, um die obere Ecke zu markieren. Das ist manchmal bei diesen dick gestrickten Teilen nicht ganz so einfach. So, jetzt sind die genau gegenüber. Jetzt nehme ich mir den einen, ziehe den einfach durch das Loch des anderen und nur einen kann ich rausnehmen. Das mache ich beim nächsten genauso. Ziehe das durch das Loch und nehme den anderen raus. Ziehe ich wieder durch das Loch und den anderen nehme ich raus. Und jetzt habe ich das schon mal vorgeklammert. Im Prinzip ist es schon ein Ärmel. Mit Durchblick, aber es ist ein Ärmel. Und wenn ich das jetzt zusammennähen will, zeige ich euch im nächsten Video, wie das geht. Musik
Heute sitze ich hier mit meinem Ärmel, wo ich euch neulich gezeigt habe, wieso ich diese vielen Maschenmarkierer in meinen dicken Strickstücken benutze, und möchte euch zeigen, wie man eine Naht machen kann, die nicht aufwirft, wo diese beiden flachen Teile der Maschen, des Strickstücks also voreinander stoßen und es keine Wulst ergibt. So, dazu muss ich meinen Faden nehmen. Ich nehme jetzt extra einen kontrastfarbigen Faden, den ziehe ich hinterher wieder raus und setze den an den Anfang. Also ich nähe den so ein Stückchen, ziehe ich den hier rein. Wenn ich da den gleichen Faden nehme, wie ich den, den ich verarbeitet habe, dann fällt das nicht mehr auf. So. So, hier ist der Faden also drin. Ich nehme den Maschenmarkierer raus, weil der stört mich jetzt ein bisschen. Und ich gehe jetzt erstmal hier genau auf die Ecke. Und wichtig ist, ich steche von unten in die Maschen ein. Und zwar, hier ist es ein bisschen knibbelig. Da suche ich mir die, die zuerst abgenommen wurde, abgestrickt wurde, hier oben. So, da gehe ich einfach von unten rein, setze den Maschenmarkierer und mache es heute hier an dieser Stelle einmal anders als sonst. Stricke einmal quer rüber, damit ich hier Halt habe und mir der Faden hier nicht rausrutscht. Wie gesagt, mit der richtigen Wolle, der passenden, sieht man das nicht mehr. Dann suche ich mir einen Knoten, gehe von unten in den Knoten, ziehe durch und mache das Gleiche auf der anderen Seite. Suche mir wieder einen passenden Knoten, weil ich habe ja einen Knötchenrand gestrickt. Gehe wieder von unten durch, ziehe stramm. Und das Gleiche machen wir wieder auf der anderen Seite. Wichtig ist, dass man so eine Art Zickzack strickt und immer von unten in den nächsten Knoten sticht. So, hier wäre der nächste Knoten, da ist zum Beispiel eine etwas größere Lücke. Trotzdem müssen wir in den nächsten Knoten rein. Stehen nämlich die Rippen auch schön gegenüber vom Ärmel. So, wieder von unten. Das machen wir wieder von unten in den Knoten. Kann auch nur hier reingehen. So. Und gehen von unten in den nächsten Knoten. Und ihr seht, ich stricke hier, ich nähe jetzt von der Vorderseite oder eben von der Rückseite, je nachdem, wie man möchte. Wir haben ja den Bademantel so angelegt, dass man ihn wenden kann. Jetzt gehen wir hier wieder rein. Und auf der anderen Seite suchen wir wieder den Knoten. Und durch die Maschenmarkierer verrutscht diese ganze Reihe überhaupt nicht, diese ganze Seite. Und jetzt können wir wieder immer von unten und immer abwechselnd einstechen in die Knoten. So. Und so kann man die ganze Reihe zusammenziehen und man sieht, so, hier ist keine Wulst, man sieht nur, wo die Fäden langkommen, der Nähfaden. Und hier ist auch keine Wulst. Und wenn man von vorne mal guckt, auf diese Kante, man sieht, es ist alles glatt. So. Und so sieht das aus, wenn ich das am fertigen Bademantel schon gemacht habe. Da habe ich die beiden Stücke schon zusammengenäht. Und man sieht hier keine Naht. Wenn man das so im Ganzen sieht, muss man schon so ein bisschen hingucken. Gut, oder? Also diese Idee, diesen Tipp mit den Maschenmarkierer, das ist wirklich, weil ich habe das auch oft, das wisst ihr, wenn ihr was zusammennäht, ja, dann plötzlich habe ich zwei Maschen über. Und bei große, flauschige, dicke Wolle kann eine oder zwei Maschen können schon lästig sein. Also das ist ein guter Tipp. Vielen Dank, liebe Gunhild. Später in unserem Magazin werdet ihr auch ein kleines Interview mit Gunhild und Bianca und mir werdet ihr dann auch noch zu sehen bekommen. Ja, mit diesem Yummy haben wir natürlich auch tatsächlich einiges schon gemacht. Unter anderem natürlich auch die gehäkelte Staubtücher. Das ist schon, die haben so Spaß gemacht zu häkeln, also das muss ich wirklich sagen. Und da auch unten in den Infobox ist natürlich auch die Verlinkung zu unserem Tutorial
werdet ihr da finden. Und wenn wir da schon bei sind, wir freuen uns riesig, wenn ihr uns abonniert. Abonnieren und vielleicht die kleine Glocke klingelingeling machen, damit ihr Bescheid bekommt, wann neue Sachen rauskommen. Aber diese Staubhandtücher sind richtig, richtig tolle Geschenke. Ob zu Weihnachten, man kann auch ganz tollen Aufwaschlappen dazu machen mit unseren Cotton Soft. Aber wie ihr seht gleich, wie schön das den Staub wegwischt. Und ich habe extra Staub für euch gelassen, damit ich es euch zeigen kann. Passt mal auf! Nicht, dass ihr denkt, ich bin kleines Schweinchen. Mein Sohn baut um und jede Staubkörnchen kommt durch alle Ritzen. Da werden Wände umgeschmissen und so weiter und so fort. Also, aber ich bin auch nicht die, ich bin nicht die beste Hausfrau. Aber ich hoffe, mein Goldstück hat mich trotzdem lieb. Früher war alles besser. Da hat meine Mama mir geholfen. Nein. Aber wie gesagt, diese Staubtücher sind wirklich, wirklich ideal dafür. Ja. Thema Lesezeichen. Wir haben richtig viel für euch diesmal. Und die Anleitung fürs Lesezeichen werdet ihr auch anschließend in der Infobox sehen. Ich zeige es euch nur. Mal gucken, ob ihr ratet, was es ist. Also, das sind, was ihr dafür braucht, sind Stifte. Bunte Stoffmalstifte. Wir sind soweit, wir sind, haben es noch nicht im Shop drin. Aber ich hoffe, dass es, ich sag mal, Mittwoch drin ist, dass wir diese Sets dafür auch haben. Ihr braucht auf jeden Fall 4 verschiedene Farben. Stoffmalfarbe. Dann braucht ihr ein vierfädiges Garn. Richtig süß, ist richtig süß. Und ein braunes und ein helles. Kommt ihr drauf, was es ist? Was es wird, hat mit lecker zu tun, hat mit Essen zu tun. Süßes Essen und ich esse die gerne, wahnsinnig gerne. Auf jeden Fall, Bianca wird euch zeigen, was es ist. Vielleicht fliegt jetzt gleich ein Bild rein und ihr könnt sehen, was es ist. Viel Spaß auf jeden Fall beim Nachhäkeln. Komme jetzt Schlag auf Schlag, geht es weiter. Ich habe eine kleine Babydecke gemacht. Und zwar in rosa. Ich wusste eigentlich, dass mein kleiner Fritz, das ist meine neue Enkelbabymaus, ne? Ich wusste, dass es ein Junge ist, aber ich habe gedacht, auch ein Arzt kann sich vertun. Warte, es kommt jemand. Die muss ich gleich mit einem Steintopf verschlagen oder so. Warte, warte. Wer ist da? Bianca, was willst du? Green all over. Bianca stört mich gerade. Mädels, immer diese Störenfriede. Obwohl, ich lasse, Bianca darf mich ruhig immer stören. Andrea, eigentlich dürfen mich viele, viele Leute stören. Nur Goldstück nicht. Ich mach einmal. Hallo, ihr Lieben. Ab jetzt. Tschüss. Tschüss. Geh arbeiten! Ja. Nein, Bianca ist die Beste. Ich habe wirklich ganz, ganz, ganz tolle Menschen um mich herum und das freut mich wirklich riesig. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin, also fange ich einfach nochmal an. Also, Babydecke. Und zwar, diese Babydecke ist gehäkelt mit der Yummy und zwar auch in Waffelmuster, so wie Biancas Spültücher.
So ist es Oh, und ich habe es falsch rum angenäht. Ich bin ja auch ein Held im Kartoffelfeld. So, ich zeig's euch. Auf jeden Fall. Oh, auf jeden Fall ist das eine Decke, wo man. Ich habe hier ein Puppi, ne? Decke umwickeln kann. So. Und im Arm. So wie übrigens, die Claudette hat auch eine ganz tolle Babydecke in der Yummy gemacht. Ich gehe immer hoch und ich muss mich ein bisschen kleiner machen. Auf jeden Fall, die Claudette Crochet hat auch eine wunderschöne Babydecke gemacht. Anders als meine, aber auch wunderschön. Das verlinken wir euch. Ist auch super easy zu machen. Also Claudetta erklärt sowieso wirklich wunderbar. Und ich habe mir viel von ihr abgeguckt, weil ich tatsächlich eigentlich eher die Strickerin bin. Aber ich habe die erste Teile, die ich gemacht habe, kam tatsächlich von Claudetta. Also habe ich ähnlich gemacht von der Größe her. So ist das Baby im Arm. Aber ich habe noch einen kleinen flauschigen Rand unten gemacht. Und zwar mit V-Stich. Auch die Bianca hatte auch gezeigt, wie man V-Stich macht. Aber ich mache auch für euch ein Video, wie diese Decke gemacht wird mit die Bordüre. Und zwar, wenn ich das richtig gemacht hätte, würde es so aussehen. Also das ist ja unser Waffelmuster im Grunde genommen. Und auf diese Decke werden noch gestickt, wie Mutti so ist, ne, habe ich falsch rum gemacht. Ich muss die Blüten wieder abmachen. Auf jeden Fall kommen die kleinen Gänseblümchen drauf. Ich ändere das und mache noch ein schönes Foto. Diese Gänseblümchen in rosa, ihr könnt ihr sehen, warte, was bist du denn für eine herrenlose Stück Wolle. Also, die Gänseblümchen, das sind die, die Bianca auch gemacht hat für ein Lesezeichen. Also könnt ihr die Köpfe machen. Verlinken wir euch auch. Gehe ein bisschen runter, obwohl, boah. Mädels. Auf jeden Fall, die sind so süß und so schnell gemacht. Die hat die liebe Andrea für mich gemacht in Gelb und in Rosa. Könnt ihr sehen? Und zwar, ich drehe es einmal um für euch. So sind die da drauf. Und von hier, das mache ich noch, die Bilder kommen gleich, da werden grüne Stängel werden dann noch drauf gestickt oder drauf gehäkelt. Ich weiß es noch nicht, aber das werdet ihr gleich sehen. Und das wird so richtig wie eine kleine Blumenwiese sein. Und damit die Kinder, Babys das nicht in den Finger haben, ist das der untere Teil von der Decke und das der obere Teil. Aber wie gesagt, alles andersrum, weil das die Waffelmuster ist. Was ihr dafür brauchen werdet und wie es gemacht wird, zeigen wir euch unten, also wird verlinkt, aber erst am Mittwoch, weil es kommen ja immer sonntags, mittwochs, manchmal freitags und dann nochmal wieder sonntags. Also müsst ihr ein Auge drauf haben, ne, wann solche Sachen dann wieder reinkommen. Aber ich hoffe, euch gefällt dieses Babydecke. Und wie gesagt, die Yummy ist so super weich. Und das, denke ich, kann auch die liebe Claudetta auch bestätigen. Mein Polster. Nicht nur Bianca hat einen Polstergeist, ich habe auch eins. Hier ist niemand im Raum außer ich. Aber naja. Ich denke, das kann die Claudetta auch wirklich bestätigen. Die Wolle ist so kuschelig weich. Nächste Woche gibt es auch Thema Yummy. Aber es hat nichts mit Essen zu tun. Es hat mit den Ohren zu tun, habe ich ja erzählt. Und das hat mit diesem kleinen Freund zu tun. Aber nicht nur in Grün. Und nicht nur diesen Körper. Nächste Woche lohnt sich wirklich, wirklich. Es lohnt sich immer, denke ich. Aber nächste Woche lohnt sich das richtig, richtig. Vielleicht können wir schon ein bisschen Sneak Peek reinmachen.
Und dann habe ich noch was für euch. Die liebe Natalia von Fuchsgeschwister hatte auch was ganz, ganz Herzallerliebstes gemacht mit unseren Yummy. Wir verlinken das mit euch. Also wir verlinken es euch, damit ihr es sehen könnt. Auch eine ganz tolle Anleitung. Und ich wünschte, ich kann es in groß, also in diese grobe, ich bin grobmotor, ich brauche was Grobes, aber in diese feine Sachen, so wie Nikis Welt macht oder auch Natalia mit diese Amagurumis, das bin ich noch nicht, aber da sind schon schöne Sachen bei. Aber sie hat auch einmal mit unseren Yummy gemacht und das, denke ich, solltet ihr euch auch angucken. Und irgendwie heute wird es viel, viel länger als sonst. Also ich muss mich zusammenreißen, dass wir nur 20 Minuten haben, also dass wir nicht ganz, ganz, ganz viel drüber kommen. Ich zeige euch im Anschluss, weil wir sind ja jetzt unsere Blogräumlichkeiten am Umändern. Wir haben eine rosa Ecke, eine blaue Ecke, eine beige Ecke, eine Herbstecke. Weihnachten haben wir schon aufgebaut. Es wird auch noch ein Schneemann-Ecke kommen und die Bilder zeige ich euch jetzt. Zumindest ein Teil. Guten Morgen, ihr Lieben. Wie versprochen, ich zeige euch heute unser Blog-Rückwände. Wir bauen ja immer wieder um, damit wir, wenn wir bloggen oder YouTube-Videos machen, damit wir nette Videos haben. Nette Rückwände. Ich hoffe, es gefällt euch. So, das ist erstmal unseren Herbst-warme Farben-Rückwand. Ich mag Papageien. Dann drehe ich. Oh, da muss ich schnell gehen. Da vorne ist der nächste Rückwand, was wir haben. Ich muss mal gucken, dass ich das alles so schaffe. Hier ist noch ein bisschen chaotisch. Warte. Hier ist unser Weihnachtsrückwand. Wir sind, wie gesagt, fleißig dabei, alles schön zu machen, damit es auch, wenn wir wirklich bloggen, dass es auch recht nett aussieht. Und hier seht ihr, das ist, wo wir wirklich tatsächlich die Filme aufnehmen. Ich habe was dazugelernt. Ich habe gelernt, dass man ein Bild von mich, obwohl meine Haare sind, ich muss zum Friseur. Aber egal. So, das ist unser Filmraum. Filmraum, wo wir unsere ganzen YouTube-Videos drehen und so weiter und so fort. Also, ich habe ein bisschen umgeräumt, deshalb sieht es auch aus wie Hempels unterm Sofa. Das ist der rosa Rückwand, wo ich dann sitze. Und dann schwenke ich mal rum. Und das ist der blaue Rückwand. Hier haben wir beige. Hier könnt ihr sehen, hier muss noch gestrichen werden. Oh, das hätte ich schon wieder fast vergessen. Mensch, wir haben doch so ein schönes Interview gemacht mit Gunhild. Schaut es euch an. So lernt ihr euch auch ein bisschen persönlicher kennen in unserer Gruppe. Unsere Gruppe Woolhouse Stricken, Häkeln und mehr habe ich eben schon erwähnt. Da wird viel untereinander gechattet und geschnackt und auch viele Bilder gezeigt. Ihr seid herzlich, diejenigen, die noch nicht da bei mir sind oder bei uns sind, seid ihr herzlich willkommen, uns zu besuchen oder auch natürlich in den Stricken, also Pummelelfengruppe. Ich sage da Stricken und Häkeln für die Pummelelfen. Da ist auch richtig, richtig was Tolles. Hallo, ihr Lieben. Heute möchte ich euch jemand vorstellen. Und zwar, das ist unser Gunhild. Die ist Teststrickerin oder Testhäklerin. Ich glaube, sie kann beides, glaube ich auch. Ja, ich kann beides. Auf jeden Fall, wir freuen uns richtig, richtig, dass sie da ist. Und wir haben ein paar Fragen an Gunhild. Gunhild, würdest du dich erstmal vorstellen? Ja, klar. Mein Name ist Gunhild Schröder-Gröne. Ich wohne hier im Nachbarort und bin 58 Jahre alt. Ja, und das wäre es eigentlich. Nur zurzeit bin ich früh berentet. Schauen wir mal. Ich muss dann demnächst mal nochmal beantragen, wie es weitergeht. Und eigentlich bin ich Erzieherin und Heilpädagogin. Sehr schön. Also auch ein sehr schönes Beruf. Das stimmt. Bianca, du bist ja schon jetzt fast 2 Jahre bei uns. Mhm. Viel zu lange?
Also soll ich die Kündigung jetzt aussprechen oder gleich? Nein, ich mache nur Spaß. Ihr wisst ja, ohne Bianca geht's gar nicht. Das wollte ich jetzt hören. Das wollte sie hören. Ja, die Gunhild hat momentan einen Bademantel für uns, was sie am Übersetzen ist auch. Wir haben die englische Anleitung und Gunhild teststrickt das für uns und übersetzt es auch für uns oder für euch, wenn man das so will. Ich hoffe, euch hat unser Magazin gefallen. Da sind wirklich ein paar nette Sachen drin. Die Anleitung für den Bademantel, wie gesagt, und auch die Wolle, was ihr braucht, gerne in unseren Shop woolhouse.de unter Yummy oder natürlich auch unter Anleitungen. Wir haben tolle Anleitungen von unserer Lieblingsdesigner momentan, weil sie macht so viel für uns von West Yorkshire Spinners und von King Cole, ist die Jutta Böker. Und im Laufe der nächsten Wochen zeige ich euch auch, wie unser Fotoshooting mit Juttas Bekleidung ausgegangen ist. Marina wird jetzt gerade in diesem Moment, heute ist Freitag und jetzt gerade im Moment wird sie fotografiert. Es ist Freitag und es ist 12.30 Uhr. Sie hat gerade ein Fotoshooting. Auch sie hat auch eine ganz tolle Instagram-Account. Dicke Mädchen heißt das. Und da werden auch die Bilder dann auch gezeigt. Da ist halt auch, dass man sich nicht schämen muss oder dass man auch als etwas korpulentere persönlich jemand auch eine tolle Persönlichkeit haben kann und eine Ausstrahlung. Und das ist das, was ausmacht. Und diese Instagram-Account Dicke Mädchen, ich denke, das ist auch niedliche Sachen drin. Wirklich schöne. Jede Mama sagt doch, dass ihre Tochter schön ist, oder? Oder der Sohn. Und ich finde meine Tochter schön. Ich finde sie wirklich schön. Sie hat eine ganz tolle Ausstrahlung und schaut euch die Bilder an. So, das war's für heute. Sonst neige ich dazu, wieder einen Haufen Sabbel. Aber ich muss immer über 10 Minuten kommen. Aber das ist kein Thema. Ist kein Thema. Ich könnte noch stundenlang erzählen. Okay. Ich freue mich, euch nächste Woche zu sehen. Und wie gesagt, schaut gerne bei Claudetta rein. Sie hat richtig tolle Sachen und, wie ihr gesehen habt, ein tolles neues Kissen mit unseren Yummy in diese wahnsinns leuchtende Farben. Ich freue mich auf euch nächste Woche. Denkt dran, wenn ihr bei Instagram seid, gerne auch bei Woolhouse gucken. Und wenn ihr was postet, was mit unserer Wolle gemacht wurde, Hashtag Woolhouse. Und immer wieder gucken wir uns das an und wir schreiben euch an, dürfen wir euer Bild benutzen und wir würden es dann in unseren Galerie im Shop reintun. Und da haben ganz viele Menschen Zugriff drauf und können eure wundervolle Werke bewundern. Okay, lasst euch mein Trifle schmecken. Wirklich, wir würden uns freuen, wenn ihr Bilder davon postet und schreibt mir rein, ob es euch gefallen hat. In die Kommentare schreibt rein, ob euch mein Trifle gefallen hat. Ihr braucht nicht viel dafür. Okay, bis bald, ihr Herzmenschen. Tschüss!